Morgen, liebe Kunden. Ist der Zeitpunkt gekommen. All diese vielen Jahre, Kalle. Bitte nehmen Sie jetzt. Den kann ich nicht annehmen. Das kannst du nicht annehmen, das musst du annehmen, weil ich drauf bestehen tu. Bitte geht's. Als Freund. Ich nehme es? Ja, sicher. Okay. Danke, Jochen. Ey, Junge, weißt du, was das hier ist? Ein Sahnesiphon? Sag mal, was lernt ihr Studenten da eigentlich auf eurer Unis? Das ist ein Tremolohorn, einventilig. Das ist der Mercedes-Benz untere Fanhupen. Richtig. Und damit geht heute Abend am Derby. Aber erschreckt das denn nicht die Pferde? Hä? Ach, so was Dummes muss ich nicht sagen. Derby, das ist natürlich Fußball. Das bedeutet Schalke gegen Dortmund. Da gehen wir seit 15 Jahren hin, der Jochen, der Kümmel und ich. Ach, und deswegen die Verkleidung? Wie kann ein Mensch so wenig Ahnung haben? Hier, das sind die Farben von unserer Vereine. Ja, und ich meine, obwohl wir hier unterschiedlicher Vereine sind, schlägt das Herz von Ruhrgebiet doch immer zusammen, wohl? Richtig. Rivalen, Kumpels, Fans. Und da ist 100% Verlass drauf, das geht niemals schief. Und so machen wir das. Scheiße, ich hab die Karten vergessen. Hast die Karten vergessen? Jetzt kommt, ja? Der ganze Stress in meiner Verantwortung als Magaziner, ja? Werkzeugkontrolle und so, da kann man schon mal was vergessen. Hör mal zu, Kollege. Bei einer einzigen Werkzeugkiste, die noch nicht mal ganz voll ist, wow, da kann man eigentlich überhaupt gar nichts vergessen. Und schon gar nicht. Die Karten für'm Lokalderby, du. Dann kauft euch doch einfach noch Karten, hm? Pass mal auf, du kleinen Pissalo. Beim Lokalderby, da ist die Arena ausverkauft bis auf den letzten Platz. Da finden doch nicht mal mehr so eine kleine Wurst wie du eine Möglichkeit, doch. Ich hab immer gesagt, diese Kartenkauferei, das ist mir viel zu viel. Als Oberhaupt einer Großfamilie habe ich wirklich genug zu tun, ja? War das du? Du hast ja förmlich gebettelt darum, dass du den Job kriegst. Hör mal, ja? Kalle, betteln, ja? Das macht ein Türke nicht, okay? Aber hallo! Mache Türkenehre. Hast du geschworen, dass du hier der einzige richtige Mann für dieser verantwortungsvolle Job da bist? Bei meiner Türkenehre habe ich nie im Leben geschworen. Die ist mir heilig. Auf die schwöre ich nicht mal ebenso. Das würde ich nie tun. Hey, ich schwör's euch, bei meiner Ehre als Türke, das würde ich... Ihr habt recht. Ich hab's geschworen. Und ich habe mein Wort gebrochen. Ne, für mich ist hier kein Platz mehr. Ich gehe jetzt. Hallo, Merkel, ey. Ja, komm. Ich brauche mich gar nicht zurückzuhalten. Ich gehe. Na ja, gut, Kümmel hat die Karten vergessen. Aber das muss man doch verzeihen können, findet ihr nicht? Verzeihen, Kerl? Ich habe erst ein Lokalderby verpasst in mein ganzes Leben. Und das war wohl bei meiner Hochzeit mit der Bea. Und auch nur, weil sie ja nicht verschieben wollte. Und dann hat er im Nachhinein so dermaßen unsere Beziehung belastet, dass am Ende von dieser Belastung her auch der Grund zur Trennung kam. Nee, das siehst du falsch. Die Belastung, das war damals dein Kröschen mit dieser Karin, hieß sie, wo? Das wollte ich doch gerade sagen. Vielleicht auch da ein Teil von in der Schuld war, aber in der Hauptsache war es von Derby. Guck mal, das einzige Derby mit ohne ich, wo? Das war damals bare Taufe von unserer Martina. Hör mal, da bin ich aber alle 5 Minuten am Klo hin. Das war aber nur stimuliert, weil da war das Radio, wohl? Das ist doch alles nicht gegen Kümmel. Guck, der hat die Karten einfach vergessen. Ja, aber... Vergessen! Und wie war das vorhin? Rivalen, Kumpels, Fans, die im Herzen immer zusammenhalten? Das waren eure Worte. Ja, da... Hast du auch wieder wahr. Hier, Pico.
Dann lass doch mal Gnade vor Recht ergehen und dann gehst du mal nach dem Bütchen, holst mal einen Kümmel, wa? Richtig. Morgen, ihr Spassemacken. Sag mal, wisst ihr zufällig jemand, der noch eine Karte für Derby braucht? Ja, mein Kumpel, der Willi, den sein Holzbein ist bei einem Schreiner, wohl, und da kann der nicht. Na ja, ihr Hohlköpfe, wenn euch einer einfällt, sagt mir Bescheid, wa? Nee. Entweder zusammen oder gar nicht. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Sag mal, bist du bekloppt? Was schleicht hier rum wie der Kanacke? Willst du mich umbringen oder was? Opa, sag mal, was siehst du gut aus heute? So, ihr zwei. Ah, schön kalt. Danke, Mathe. Kalle und Jochen haben dir verziehen. Eurer Freundschaft wegen. Ach ja? Du denkst, damit ist die Sache gegessen, oder was? So einfach ist das nicht, Fritze. Ein Türken, der sein Gesicht verloren hat, den kann man nicht so einfach verzeihen. Aber wo liegt denn das Problem? Die anderen sind nicht mehr sauer. Du siehst deinen Fehler ein und eigentlich könnte... Fehler? Was denn für ein Fehler? Na, dass du die Karten fürs Derby vergessen hast, du Pappkopf. Sag mal, wenn ihr einen Türken mit einer Mordlust in den Augen sehen wollt, ja, dann kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Sag mal, was ist? Bist du erkältet? Komm mal hier, nimm du mal meine Jacke. Die gebe ich dich jetzt mal hier. Dann nimmst du die auch noch. Oh, guck mal. Hör mal, ist aber auch hier schattig hier. Kalt direkt. Ich bin nicht erkältet, Frau Doktor. Das ist bloß der Staub hier drin. Ja. Das ist ja vielleicht ein Kavensmann. Ja, kein Wunder, dass du so fett bist. Hör mal, willst du vielleicht ein Stück? Auf diesem Butterbrot, oh, da habe ich so viel Fleischwurst draufgelegt. Das ist schon regelrecht hier ein hauber Kinderarm. Hier. So ist man tüchtig, dass du groß und stark wirst. Respekt vor dir. Das ist vielleicht ein Bütterchen. Weißt du, Heinz Wilhelm, der Freundschaft ist ja für mich direkt der höchste Gut. Und bei Freundschaft, da ist das ja oft auch wie im Fußball. Ne? Da musst du auch mal abgeben lernen. Abgeben. Gib ab. Abgeben. Wieso hat denn Opa deine Jacke um? Ja, weil ihm vielleicht kalt war, weil er vielleicht hungrig war. Rickard Stuß, ja. Alten Recken wie ich friert nicht. Ich hatte bloß Staub in der Nase. Ja, dann hier, alten Recke. Hör mal, Kalle, weißt du, was wir beide jetzt mal machen? Ran an der Speck. Arbeiten. Dann geh doch mal vor, ich hab noch was zu besprechen mit dem Opa. Klar, mach's gut. Und schmeckt doch mal. Hör mal, also Bartür hier beim Schloss, da müssen wir noch mal beigehen, du. Ich hatte gesagt, unverstört. Und wenn du dich einfach bei Kalle und Jochen entschuldigst? Also Fritte, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Entschuldigen, das geht schon mal gar nicht. Stell dir mal vor, du entschuldigst dich. Und es wird nicht akzeptiert. Dann ist nicht nur meine Ehre futsch, sondern auch noch mein Stolz. Und dann habe ich alles verloren. Nee, Kümmel. Dein Selbstmitleid, da bleibt dir. Verlass dich drauf. Och, Matter, bitte. Das sind jetzt genau 5 Minuten, dass du mich so dämlich angrinst. Sagst du auch noch was? Oder muss ich erst einen Groschen einschmeißen? Hä? Hey, Opa. Ich habe nur so gedacht. Wir sind doch beide von einer Familie. Und ich denke mir, dass auch ein gestandener Mann wie ich von dir noch einer ganzen Menge lernen könnte. Hör mal, 3 Ehen.
Schulden bis über beide Ohren. Das hast du bei mir nicht gelernt. Opa, ich denke doch nur so. Wir sind ja nicht nur von einer Familie. Wir sind doch auch irgendwie Kumpels, oder? So. Und ich wollte jetzt einfach mal mit dir um eure Häuser ziehen. Weiber anmachen, ganze Programm. Wie wär's denn zum Beispiel so mit heute Abend? Sag mal, du tickst wohl nicht mehr richtig, hä? Willst du mir weismachen, du hast das Lokalderby vergessen? Ah, das Lokalderby. Jetzt wollte ich aber doch direkt mal hier nach euch beiden hübscher gucken, was hier, wann ihr mal kommt hier. Kann man nicht einmal in aller Ruhe und Gemütlichkeit ein familiär anberaumtes Privatgespräch führen? Kerl, dass ich da jetzt erst drauf komme. Ihr beide, ihr schleimt mich hier an wie die Nacktschnecken, bloß wegen die zweite Karte. So. Und wer jetzt von euch zwei die besseren Argumente hat, der kriegt die Karte. Der Kalle, ja, das ist ein Kameradenschwein. Hinter deinen Rücken erzählt er jedem, dass du eigentlich in Altersheim reingehörst. Wann soll ich das denn gesagt haben? Wann denn genau? Als der Opa den ganzen Keller unter Wasser gesetzt hat. Das war ja wohl hier eine reine Effekthandlung. Dann sagt man mal so, wie wenn man mal sagen würde, hier, ich bring dich um oder was? Ah, du willst mich umbringen? Opa, dich doch nicht. Du bist mein bester hier Pferd in Stall. Wolltest du damit behaupten, dass dieser Mann für deine Baustelle hier nötig wäre? Soll das heißen, ich bin hier überflüssig? Ja, nein. siehste, er nämlich, stehste, er will dich nämlich hier auf Abschiebungsgleis darstellen. Er da, nicht ich hier. Das muss ich mir da wohl nicht von einem erzählen lassen, der zu Hause bei seiner Tochter unter Pantoffel steht. Ach, und ich muss mich hier auch nicht von einer drittklassiger Maurer als Betrüger hier hinstellen lassen. Drittklassig? Ja, dann meinetwegen auch viertklassig. Hm. Armselig, genauso wie dein scheiß Fickschlitten da vorne auf dem Parkplatz. Der Toyota? Ich scheiß auf deiner Geschenke, du. So. Nachdem ich mir das eine Weile angehört hab, steht eines fest. Keiner von euch kriegt die Gatte. Euch Aasgeiern dreht man bloß mal den Rücken und ihr rammt ein Messer rein. Ach. Und verkauft die Organe in das Ausland, wohl? Nee. Opa. In Ausland hereingehen, deiner Organe handeln, das könnte ich doch gar nicht. Ich werde zu dir nie in Leben einer Arschgeiger. Alte Ratte. Jahrelang fütterst du da durch und gezaubert. Ist gar nicht drauf, was machen wir so. So, mit Hammer. Wo ist denn der Hammer? Papa, weißt du was, ich habe mich zu Hause ausgesperrt und ich wollte nicht die Tür aufbrechen. Engelein, da bist du ja schon. Hast du dich ausgesperrt zu Hause wohl? Pass mal auf, da gib ich dich mal meinen Schlüssel und du fährst ganz schnell wieder. Ja komm, dafür ist der Papa da. Warum schließt du dich da drin ein und brichst Opas Spind auf? Nee, hör mal, das siehst du aber jetzt ganz falsch, weil der Opa und ich, wir haben Spind getauscht. Du brichst deinen eigenen Spind auf. Ja, sicher, warum nicht? Engelein, machst du das nicht auch manchmal? Ich hab keinen Spind. Ja, dann kannst du ja gar nicht mitreden. Hier. Aber was soll das denn überhaupt alles? Warte mal, komm mal mit. Komm mit. Warum?
wegen, du unverstört. Mann, 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 Kalle, was bist du für eine Potsau? Das gibt's ja wohl gar nicht. Was treibt ihr da? Ja, das kannst du dir mal schön angucken. Ey, du, an der Front, da hätten sie so eine miese Verräter wie dich mal gleich in das Feindfeuer gestoßen, du. Wie kann man so niederträchtig nur so am alten Greis hier einen Herrn Jung, vital und geistlich hier auch höchst auf dem höchsten Niveau da bestehlen. Dein eigen Fleisch und Blut, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Ja, Heinz Wilhelm, da siehst du mal, wo hier die richtigen Freunde sind. Ja, da hast du ja ausnahmsweise mal recht, Polier, oder? Und dann weißt du auch, wer hier das Anrecht auf der Fußballkarten hat. Wenn ich die Karte nicht krieg, dann keiner. Was machst du denn so? Der Sausack frisst mein Ticket auf. Ein Scheiß hat er. Was der da frisst, das ist eine Karte von 73. Die habe ich doch zwischen den Socken gefunden. Die richtigen Karten, die habe ich bei mir. Hier muss er mir schon unter den Arsch wegklauen. Und das soll er mal versuchen, der Spassermack der. Hier, Polier. Hast du dir verdient. Weil Ehrlichkeit währt am längsten wohl. Ich kann einfach nicht glauben, dass es keine Lösung für dieses Ehre-Problem geben soll. Das mit den Karten war doch gar keine böse Absicht von dir. Das war vielmehr eine Art Verkettung unglücklicher Umstände. Wie meinst du denn das jetzt? Naja, jetzt mal nur so rein hypothetisch. Erinnerst du dich an den Tag, an dem du mich netterweise zur Uni gefahren hast, weil ich so spät dran war? Ja, als ob er aus Versehen deine Uhr eingemauert hat. Genau da. Vielleicht wolltest du gerade an dem Nachmittag die Karten kaufen, wurdest aber abgelenkt, weil du mich zur Uni gefahren hast. Also jetzt mal nur so als Beispiel. Du bist schuld. Moment mal, so war das überhaupt nicht gemeint. Das war vielmehr hypo... Nee. Jetzt red dich mal nicht wieder raus mit deinen komischen Fremdwörter da, ja? Wegen die habe ich nämlich die Karten nicht gekauft und deswegen habe ich meine Ehre aufs Spiel gesetzt. Aber... Und du kommst jetzt ja auch noch ganz scheinheilig an und tust, als ob du mein Freund wärst. Aber das bin ich doch auch. Nein, weißt du, was du bist? Schuld bist du. Schuld, du! Meine lieben Klassikfreunde, wir hören jetzt von Ludwig. Ich bin kein Klassik, ich bin Schalke-Fan, ihr Arschgeigen. Hey, Fritte sagt, du und Jochen, ihr hättet mir verziehen? Unsere Freundschaft ist nicht klein zu kriegen, wa? Oh, wir halten zusammen, Kotschumbennen. Sag mal, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt in die Kneipe, ziehen uns ein paar Bier und gucken uns das Spiel halt in der Glotze an. Geht doch nicht. Immer noch Hausverbot beim Manni wegen der Randale? Dann gehen wir halt zu Luigi. Ja, ob ich da wohl Deckel hab? Bis unterer Decke? Was ist mit Jupp und seiner Kneipe? War ich auf Toilette. Und? Mit seiner Olle. Oh. Blau-weiße Scheiße! Wir singen blau-weiße Scheiße! Blau-weiße Scheiße! Martina. Was ist denn? Das weißt du ganz genau. Du wolltest auch gerade die Karten klauen, als ich gekommen bin. Klauen? Sag mal, weißt du überhaupt, was du da sagst? Klauen? Das wäre doch regelrecht kriminell, sowas. Sowas mache ich nicht. Komm aus dem Quark, du lahme Polierente. Wenn du nicht dauernd lecker Bitterchen fressen würdest, dann wär's auch schneller. Hey, Rittbischi, wieso kriegst du eigentlich nichts anderes außer diesen Klassik-Scheiß ins Radio? Ey, ich glaub, die letzte Nummer mit der Annette hier drinnen, das war ein bisschen heftig. Ey, das ist der, ihr fetter Arsch in der Schuld, dass hier nichts mehr funktionieren tut. Na, Mina? Braucht ihr vielleicht noch eine helfende Hand? Was machst du denn hier? Ich dachte, du hättest eine Karte für ein Derby. Wie? Der hat eine Karte? Kalle, jetzt... Jetzt lass doch mal dem Derby. Hier, guck mal. Kalle. Bitte. Schalke. Oh
Männer, was sind denn für Arschlöcher ja gewesen? Schalke. Denn hier schon wieder ab? Fritschow, jetzt erwarte ich aber eine Erklärung von dir. Du sagst, sie stehen kurz vor Mord und jetzt knutschen die hier rum. Moment mal, Gerda, ja? Das waren Verbrüderungsküsse. Das ist bei uns in der Türkei so Sitte und das hat nichts mit Schwulitäten zu tun. Also bitte, kommt mal mit. Hier, bitte sehr. Das stammt noch aus Werners heiligem Fernsehzimmer. Eigentlich wollte ich den Schrott schon längst verbrannt haben. Aber jetzt könnt ihr ja damit euer Kasperle-Theater gucken. Mensch, Gerda, also jetzt bin ich aber hier platt. Da weiß ich ja gar nicht, was ich sagen soll. Ich wollte sagen... Ich weiß, was du sagen sollst. Ihr schwört jetzt, dass ihr ab Montag hier dreimal so hart ranklotzt. Ja, wir. Wir schwören. Schon klar. Sieht man zu, dass ihr das hier ausgeladen kriegt. Ich muss zum Aquapower. Männer, ausladen. Fritschow, bitte. Aber ich glaube, du musst auf den Null schauen. Nein, ich krieg das schon. Ich krieg ihn. Gott, Jungs, macht voran. 2 Minuten ist Anpfiff. Ja, was glotzt hier denn so, hä? Sag mal, Opa, was machst du denn hier und nicht ins Stadion? Ich hab dich die Karten doch eben erst gegeben. Ja, war mir heute zu kalt ins Stadion. Da habe ich den Alkis die Karten gegeben. Du hattest Karten und hast dir den Alkis gegeben? Jo. Sag mal, und außerdem dachte ich, so ein Recke wie du, der friert überhaupt gar nicht. Ja, dann war mir eben zu heiß. Was geht denn dich an, hä? Setz dich hin, Opa, setz dich hin. Ey, Friede, geh mal ganz nach der anderen Seite rüber. Studika, was machst du denn da oben? Ich geb mir ja Mühe. Dann geh nach anderer Seite. Weißt du was, Fritze? Ich find's echt toll, was du für die Jungs gemacht hast. Schön, dass das wenigstens einer merkt. Bitte, jetzt streng dich mal an! Du hast das wieder gut zu machen. Wegen dir ist doch hier der ganze Ärger bloß. Wie, was? Er hat's mir selber gestanden. Ich sag nur so viel. Mein Vertrauen wurde missbraucht. Auch meine Ehre wieder gerettet. Ich hab dem Fritze verziehen. Fritze! Jetzt hau rein, hier geht's schließlich um Freundschaft. Bleib so, Fritze! Bitte bleiben!